Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sabine Zett und ich bin von Beruf Buchautorin. Ich freue mich sehr, dass ich wenigstens auf diese Art und Weise mit euch kommunizieren kann, dass ihr mir eure Fragen geschickt habt und ich hoffe und wünsche mir, dass wir uns eines Tages bei euch in Rumänien vielleicht mal persönlich treffen können. Denn normalerweise mache ich sehr, sehr gerne Live-Veranstaltungen und bin sonst auch sehr, sehr viel unterwegs. Aber leider sind wir momentan ein wenig ausgebremst. Vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal nachholen. Jetzt versuche ich auf jeden Fall, eure Fragen zu beantworten. Vielen Dank schon mal für die Fragen. Die finde ich sehr inspirierend und auch sehr schön. Und ich werde versuchen, sie der Reihe nach auch zu beantworten. Bună ziua! Mă numesc Fratele Dago și învăț la Colegiul Național Samuel Fumbro Cantal din Sibiu, unde sunt în clasa 7. Am citit cartea dumneavoastră intitulată Hugo, dați impetic și vreau să vă adresez 10 întrebări despre aceasta, dar și despre dumneavoastră. Prima mea întrebare ar fi, cine este Sabine Z? Cu ce se ocupă Sabine Z în timpul în care nu scrie cărți? Ja, wer ist Sabine Z? Zum einen bin ich Buchautorin. Zum anderen ist es so, dass ich von Beruf eigentlich Journalistin bin. Das heißt, dass ich früher für Zeitungen und für Zeitschriften gearbeitet habe, da schon kleine und große Geschichten geschrieben habe, auch dann schon die ersten Geschichten für Kinder. Und dann ist doch tatsächlich vor 12 Jahren ein Buchverlag auf mich zugekommen, der mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, auch ein ganzes Buch für Kinder zu schreiben. Das war damals ein Fußballbuch, weil ich auch ein großer Fußballfan bin. Und ja, das hat mir so einen großen Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, jetzt nur noch als Buchautorin zu arbeiten. Wenn ich nicht Bücher schreibe, bin ich vor allen Dingen auch unterwegs zu Lesungen. Ich mache sehr, sehr viele Lesungen und Leseshows, so nenne ich das. Zum einen aus meinen Kinder- und Jugendbüchern in Schulen, in Bibliotheken, in Buchhandlungen. Und für die Erwachsenen mache ich auch Leseshows. Das ist dann so ein bisschen in die Richtung Comedy. Das findet dann meistens abends statt. Und das macht mir sehr, sehr großen Spaß, weil ich sehr gerne auf der Bühne stehe und sehr gerne auch Leute unterhalte, sowohl die kleinen als auch die großen Leute. Ați scris foarte multe cărți despre Hugo. Ce înseamnă personajul Hugo pentru dumneavoastră? Sunt foarte curios. Als ich den Hugo erfunden habe, war mein eigener Sohn auch ungefähr im Hugo-Alter. Das heißt, er war da gerade auch so knapp 13. Und er hat nicht so wirklich gerne gelesen zu dem Zeitpunkt. Und wenn er etwas gelesen hat, dann waren das lustige Bücher. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann sollte ich vielleicht selber auch mal eine Geschichte erfinden über einen Jungen, dem viele Sachen passieren, aber wo sich die Leserinnen und Leser auch so ein bisschen darin wiederfinden. Also wo sie den Alltag in der Schule, zu Hause, mit Freunden, auch quasi in den Büchern wiederfinden. Und natürlich sind die Abenteuer, die Hugo erlebt, ja auch teilweise sehr überspitzt dargestellt, denn ich möchte euch ja gerne zum Lachen bringen, klar. Aber ich habe mir das immer gewünscht, dass quasi der Leser oder die Leserin dann sagt, ja, genau so könnte es auch bei mir sein oder bei meinen Freunden. Und zum Glück ist die Resonanz genauso. Ich bekomme sehr, sehr viel Post, sowohl über Instagram. Da findet ihr mich übrigens auch, @SabineZ, da könnt ihr mir gern folgen, als auch per Mail. Es kommen aus aller Welt Mails, wo mir dann Kinder schreiben, ja, genau so ist es auch oder ich fühle mich genauso wie Hugo in der und der Situation. Und deswegen wird Hugo immer in meinem Herzen bleiben, aber auch alle meine anderen Bücher, die ihr hinter mir seht, einige Cover. Ich habe ja mittlerweile schon 44 Bücher geschrieben. Ja, die sind eigentlich alle lustig, weil ich mir so ein bisschen vornehme, Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch zu unterhalten. Bună seara! Întrebările mele legate de cartea Hugo, dați impetic pentru dumneavoastră sunt 1. Ce v-a inspirat să scrieți această carte? Care credeți dumneavoastră că este cel mai important mesaj pe care îl transmite cartea? Ja, die Frage nach der Inspiration, die kommt eigentlich immer, so wie der Karl sie jetzt auch gerade auch gestellt hat. Es ist so, dass ich ja mit meinen Büchern ja gerne unterhalten möchte, habe ich ja schon gesagt. Ich möchte die Kinder und Jugendlichen ja zum Lachen bringen, aber ich möchte sie vor allen Dingen auch zum Lesen bewegen. Denn das Lesen hat doch schon in den letzten Jahren ziemlich gelitten, denn wir kennen das ja alle, die digitale Welt. Wir haben ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir unsere Freizeit gestalten können. Ihr habt sicherlich alle ein Handy und es gibt PC und PlayStation und Nintendo und logischerweise den Fernseher
Und es ist schon so, dass die Bücher oder das Bücherlesen da auch noch irgendwie so ein bisschen einen Platz drin einnehmen sollten und den Platz auch behalten sollten, vor allen Dingen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, meine Leserinnen und Leser gut zu unterhalten und sie beim Lesen zum Lachen zu bringen, damit sie ein Buch auch zu Ende lesen. Und ich hoffe doch sehr, dass mir das damit gelungen ist, mit den Hugo-Büchern insbesondere. Aber ich habe ja auch schon 44 mittlerweile Bücher geschrieben. Einige der Buchcover, die seht ihr hier hinter mir. Und wie ihr euch vorstellen könnt, man sieht das auch anhand der Cover, sind das vorwiegend lustige Bücher. Ja, und das ist so ein bisschen mein Markenzeichen, dass ich eigentlich Bücher schreibe, ja, die den Leser oder die Leserin zum Lachen bringen. Bună ziua! Mă numesc Prode Andrei și sunt de la Colegiul Național Samuel von Bruckenthal din Sibiu. Aș vrea să vă adresez câteva întrebări despre cartea Hugo the Sympathetic. Care este personajul dumneavoastră preferat? Also, alle Figuren in meinen Büchern sind auch immer meine Lieblingsfiguren. Ich kann das gar nicht so sagen, wen ich lieber mag und wen ich weniger lieber mag. Auch die unsympathischen übrigens. Die mag ich alle sehr gerne und das liegt, glaube ich, auch daran, weil ich sie ja alle erfunden habe, ne? Und dementsprechend ist es so, dass man also als Autorin diese Figuren in den Büchern so ein bisschen auch als die eigenen Buchkinder empfindet. Deswegen kann ich wirklich nicht sagen, dass ich eine oder zwei oder drei Lieblingsfiguren habe, sondern ich mag sie tatsächlich alle. Und wenn ihr hier so mal nach hinten guckt, ne, ich habe auch Bücher über Mädchen logischerweise geschrieben, nicht nur über Jungs, und in den Hugo-Büchern geht es ja auch viel um Mädchen. Es gibt aber auch ein Buch über einen Hund, ne, das ist Judy Wolf, und den mag ich auch total gerne. Cine a realizat ilustrațiile pline de umor? Das ist die Ute Krause. Ute Krause ist eine ganz, ganz tolle Illustratorin, aber auch Autorin hier bei uns in Deutschland. Und ja, das funktioniert so, dass die Autorinnen, wie zum Beispiel ich, die nicht so gut zeichnen können, die können dann die eigenen Bilder ja nicht in das Buch reinmachen. Und deswegen freuen wir uns, wenn unsere Verlage mit Leuten zusammenarbeiten, deren Beruf es ist, Bilder für Bücher zu zeichnen. Ja, und ich finde, dass die Ute Krause, die hat die Illustration super, super witzig gemacht. Und das war mir auch extrem wichtig, weil der Text, der ist ja lustig. Und es ist natürlich total klasse, dass auch die Illustrationen diesen Witz haben. Und das hat Ute Krause wirklich super gemacht. Bună ziua, doamnă Z! Mă numesc Popa Alexandra, am 13 ani și sunt elevă în clasa a 7-a la Colegiul Național Samuel von Bruckenthal din Sibiu. Recent am citit cartea dumneavoastră și chiar aș avea niște întrebări. De ce se simt Hugo și Ana limitați în libertatea lor când sunt cu părinții? Pentru că și eu mă simt la fel. Ja, Alexandra, die Frage nach den Eltern, die kommt natürlich immer wieder. Ich kann das super gut verstehen, dass du denkst, ja, die Eltern, die beobachten einen ja so ein bisschen, ne? Genau. Und ich kann nur antworten als Mutter. Ich habe, wie gesagt, einen Sohn und eine Tochter. Und meine Kinder sind mittlerweile erwachsen, sie studieren. Aber als sie so in eurem Alter waren, haben sie sich natürlich auch immer kontrolliert und beobachtet gefühlt. Und ich muss zugeben, so als Mama und Papa macht man das auch ganz gerne, ne? Man beobachtet wirklich seine Kinder. Ne? So, was machen die und treiben die irgendeinen Unsinn? Und dann versucht man auch mal ein paar Fragen zu stellen, nur um herauszufinden, was denn da so vor sich geht. Und dass Kinder und Jugendliche das nicht so toll finden, das verstehe ich total, ne? Und deswegen habe ich genau das bei Hugo und bei der Anna auch in dem Buch so reingeschrieben, dass Hugo auch so ganz gerne Sachen macht, die seine Eltern nicht unbedingt mitbekommen sollen. Ich hoffe, dass das deine Frage danach beantwortet. Dacă ați avea un prieten ca Hugo, l-ați aprecia? Ja, natürlich, logischerweise, weil sonst hätte ich, glaube ich, auch Hugo nicht so erfunden. Also so ein kleines Stückchen so aus dem eigenen Leben oder die eigenen Vorlieben, die fließen, glaube ich, immer in unsere Bücher ein. Von daher natürlich, Hugo ist nicht mein Sohn, ne? Das musste ich mal betonen, klar. Aber ich finde Hugo total sympathisch. Und obwohl er sich so ein bisschen überschätzt, tritt er doch ganz schön ins Fettnäpfchen immer wieder rein, aber kommt auch wieder irgendwie raus. Und das finde ich eigentlich sehr gut an ihm. Salutări, mă numesc Brâncoveanu Andrei, am 14 ani și învăț la Colegiul Național Samuel von Bruckenthal din Sibiu, unde sunt în clasa 7. Întâmplările din carte se asemănă cumva cu întâmplări trăite de dumneavoastră în viața reală?
Ja, die Frage kommt auch immer. Also es ist so, dass die Hälfte der Sachen in meinen Büchern, die kommen natürlich aus meiner Fantasie, aus meinem Kopf, manchmal sogar mehr als die Hälfte. Aber der andere Teil, das sind wirklich Sachen, die ich selber erlebt habe oder die ich selber gehört habe. Als meine eigenen Kinder so alt waren wie ihr, also mein Sohn und meine Tochter, haben die auch sehr viele Sachen erlebt und auch sehr viele Sachen gemacht. Und sie hatten viele Freunde, die hier auch ein- und ausgegangen sind, die auch Sachen erlebt haben. Und also in der Schule oder mit Freunden, beim Verabreden etc. Und das war dann so, dass wenn ich etwas Spannendes gehört habe, ne, oder mitbekommen habe oder die mir etwas Interessantes oder Lustiges erzählt haben, dann habe ich mir das sofort aufgeschrieben als Idee für meine Bücher. Früher hatte ich immer so ein rotes Notizbuch, da habe ich das notiert. Heute ist es so, dass ich das alles in mein Handy entweder reinspreche, da mache ich mir eine Audio oder ich mache mir eine kleine Notiz. Ich bin ja sehr viel unterwegs zu Kindern und Jugendlichen, habe ich vorhin schon erzählt, zu den Lesungen. Und da höre ich auch sehr viele Sachen und da erlebe ich auch sehr viele Sachen, auch sehr viele lustige Sachen. Und das schreibe ich mir auch sofort auf. Und wenn ich dann mit einem neuen Manuskript beginne, dann gucke ich sofort nach, was ich mir so aufgeschrieben habe oder verwende ich sehr, sehr viele Sachen. Natürlich verfremde ich das dann auch. Klar, die Namen sind ja nicht gleich, ne? Damit da auch niemand sich irgendwie verletzt fühlt oder niemand denkt, ach du meine Güte, ich bin ich in dem Buch drin, damit niemand Panik bekommt. Und trotzdem ist es so, dass die besten Geschichten das Leben schreibt, ne? Das sagt man ja so. Und das stimmt wirklich. Manchmal erleben Kinder und Jugendliche aber etwas, das die unbedingt gerne in meinen Büchern drin haben möchten. Dann schreiben die mir eine Nachricht, entweder über Instagram oder über Mail und sagen, hier, das und das können Sie doch verwenden. Aber selbst wenn ich es verwenden würde, würde ich es trotzdem immer verfremden. Denn ich finde, so mit Klarnamen und mit echten Erlebnissen, das sollte man nicht machen. Also ein Buch sollte immer eine Geschichte sein, die auch wirklich ja so ein bisschen auch der Fantasie entspringt. Aveți vreun capitol sau o secvență preferată din carte? Also ich mache in meinen Büchern vorne Steckbriefe von den Figuren. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ne? Bei den Hugo-Büchern ist das auch so. Da ist vorne auch so ein Steckbrief von Hugo. Das mache ich super gerne, weil ich da schon immer die Hauptfigur oder den Hauptcharakter aus dem Buch auch vorstelle. Ne? Wie er so ist, wie er so tickt und welche Hobbys er hat. Oder eben sie, ne, wenn es um ein Mädchen geht. Oder wenn es um einen Hund geht, wie hier Chili Wurf hinter mir. Dann natürlich auch über den Hund. Ne? Weil ich finde, dass dann die Leserin oder der Leser sich dann sofort auch damit besser identifizieren können und vor allen Dingen schon direkt ein paar Informationen haben über die Figuren, die dann in dem Buch vorkommen. So, ich möchte mich erstmal für eure ganzen Fragen bedanken. Ich fand sie super interessant, auch sehr inspirierend für mich. Ich finde auch, dass man merkt, dass ihr euch mit dem Buch Hugo sehr gut beschäftigt habt. Das finde ich ganz, ganz toll. Das freut mich sehr. Und ja, ich würde mir wünschen, dass ihr weiterhin lest, dass ihr gern lest. Denn ihr wisst ja, also das Lesen ist schon auch wichtig fürs Leben. Nicht nur, dass wir sehr viele Sachen erfahren, dass wir unserer Fantasie freien Lauf lassen können, dass wir Spaß haben beim Lesen, sondern in unserem Gehirn passiert noch was ganz Spannendes. Und zwar, wenn wir ein Wort, ein bestimmtes Wort mehrfach lesen, dann kann sich unser Gehirn ganz automatisch merken, wie man das Wort richtig schreibt oder wie man einen Satz vernünftig bildet. Und ich finde, das ist auch noch mal was ganz, ganz Tolles, weil es so als Nebeneffekt ist neben dem Lesen, also neben dem Lesespaß, den wir dann hoffentlich haben, dass wir uns wirklich auch die Schreibweise merken können. Und zwar ganz automatisch, ohne das richtig zu üben. Deswegen als Autorin wünsche ich mir natürlich, dass ihr weiterhin gern lest, dass ihr immer öfter zu Büchern greift. Manchmal reicht auch vielleicht nur, wenn man ein, zwei, drei Seiten liest oder so, aber vielleicht jeden Tag so ein kleines bisschen. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und mein anderer Wunsch ist natürlich, dass wir uns vielleicht eines Tages irgendwo auch wirklich live mal sehen können, dass ich euch treffen darf. Das würde mich super freuen. Und ja, wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Instagram oder auf Facebook unter @sabinez. Findet ihr mich? Ihr könnt mir auch gern schreiben. Ich beantworte auch alle Fragen, alle Nachrichten. Es dauert manchmal ein bisschen, weil ich sehr, sehr viel Post bekomme, aber ich beantworte auf jeden Fall alles. Ja, weiterhin einen schönen Sommer, alles Liebe für euch und ich sage Tschüss.